Hey Leute, willkommen bei Pokémon JM. Hier ist der Marc und heute gibt es endlich das 100er Opening von Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Das hat sich ein bisschen verzögert durch Lieferprobleme seitens Pokémon und jetzt sind sie endlich da und ich habe richtig Bock. Und ja, hier haben wir die guten Stücke. Einmal auf den Covern haben wir hier Kaporiki, Alola, Vulnona, Wulverock und Grandiras haben wir hier. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich mit den Karten noch nicht so auseinandergesetzt. Also für mich Neuland. Bitte tötet mich nicht, wenn ich den einen oder anderen Namen nicht richtig ausspreche, weil wie gesagt, einige sind wirklich neu für mich und ich bin richtig gespannt und ich würde sagen, ich fange jetzt eben damit an, die wie gewohnt oben aufzuschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alle offen habe. Und bis gleich. So, da sind wir wieder. Alle 100 Packs sind offen. Und ja, es sind 25 Stück von jedem Artwork. Es gibt ja vier verschiedene. Und da habe ich halt 25 Stück, dass wir so eine schöne gerade Summe haben, genommen. Und ja, ich würde sagen, ich würde gerne hier mit den Kaporiki anfangen, die hier hinten sind. Da muss ich mal, hier habe ich noch ein bisschen Müll gefunden. So, muss ich mal hier umdisponieren. Und zwar die Grandiras machen wir mal zum Schluss. Die Kaporiki als erstes. Ich habe hier eindeutig zu wenig Platz für 100 Packs. Die Wulverock, die würde ich gerne als vorletztes machen. Sieht man die hier? Ja, ne? Ja, dahinter sind die Grandiras. Dann haben wir hier noch die Alola. Vulnona Packs. Zack, zack, zack. Und hier haben wir die Kaporiki Packs. So, nochmal kurz ein bisschen schieben, dass man hier die ganzen schönen Packs sieht. Und ja, wir fangen direkt mit den Kaporikis an. Ich weiß, wie gesagt, nicht sehr viel über das Set, deswegen ja. Verzeiht mir, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Und hier gibt es direkt einen Code für euch. Packen wir mal zur Seite. So, der Kartentrick war wie bei Sonne und Mond. Es müsste nämlich auch wieder 4 und 2 sein. Ich muss mal kurz hier doch links nochmal ein bisschen Platz schaffen. Ich habe hier irgendwie keinen Platz. Deswegen muss ich das hier nochmal irgendwie alles ein bisschen schieben. Ich glaube, ich muss hinten kurz mal hier schieben, weil ich habe hier echt keinen Platz. So, ein bisschen umbauen und dann kann es auch gleich losgehen. So, jetzt ist besser. Also, 4 und 2 ist der Kartentrick. Es ist wieder eine Energiekarte, also sind wieder 11 Karten drin. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Die Common-Karten, die packe ich wieder zur Seite. Das sind diese in diesem Fall. Ne, das sind halt die Kreiskarten, die halt quasi in jedem Pack drin sind und deshalb nicht ganz so interessant. Gut, es startet hier mit der Feuerenergie. Hier haben wir Energielotterie. Wasserpflaster, das ist eine interessante Trainerkarte. Lege eine Wasserenergiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Wasser-Pokémon auf deiner Bank an. Also sehr, sehr gute Karte. Für eine Common-Karte, eine Uncommon-Karte. Hier haben wir Gelatropo. Velsa ist unsere erste Reverse-Karte. Das ist direkt eine Rare-Karte. Und hier haben wir ein Amphira. Unsere allererste Rare-Karte. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. So, zur Seite. Kartentrick nicht zu vergessen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen.
Hier geht's los mit Energie. Zobiris, Multitausch, Fiskargott, so. Ein Absol in Reverse Holo. Sehr, sehr cool. Diese Karte gibt es auch als Holo im Set. Das ist meiner Meinung nach die coolste Holo-Karte. Ob es die beste ist, weiß ich nicht, aber die coolste Holo-Karte. Die würde ich auf jeden Fall gerne ziehen. Und hier haben wir einen Wailord. Weiter geht's. Die coolste Karte zu ziehen, das ist natürlich die, hier der Code einmal für euch. Die coolste Karte zu ziehen ist meiner Meinung nach die Doppel-Farblos-Energie. Aber, also als Secret Rare gibt es die, soweit ich weiß. Aber es gibt so viele Secret Rares da. Boah, das ist heftig. Hier haben wir den Mondscheiben-Podonium. Was rede ich da? Mondscheiben-Podium, okay. Ich glaube, es gibt auch ein Sonnenscheiben-Podium, soweit ich weiß. Skorgro, Plätscherhügel, Maschok und ein Fiskogon als Holo, unsere erste Holo-Karte. Nicht schlecht. Weiter geht's mit den nächsten Packs. So, einmal hier nochmal den Code für euch. 6. So, Kammernkarten zur Seite. So. Hier haben wir die Feuerenergie. Midiras. Skorgro, Pixie, ein Galadvino in Reverse Holo und ein Tromborg. Nächstes Pack. Einmal der Code wieder für euch. Ich vergesse immer, dass der so rum ist. Verzeiht mir, dass ich euch nicht jeden Code zeige, aber wir spielen ja selber das CCG Online. So, hier ist die Wasserenergie. Kualelu. Witziger Name. Lamus. Plätscherhügel. Rettungstrage. Und ein Rayquaza. Das ist meiner Meinung nach die coolste Rare-Karte. Also nicht Holo, einfach eine normale Rare-Karte im Set. Rayquaza, sehr cool. Freut mich, dass wir die mit reingenommen haben. So. Dann haben wir hier den Kartentrick. Zur Seite. So. Wasserenergie. Energieaufbereitung. Toptrank. Pixie. Ultrigaria. Und ein Shenlong haben wir hier. Sehr cool. Holo. Perfekt. Kartentrick. Die kommen zur Seite, die Kammernkarten. Also die Karten sehen von der Qualität echt besser aus als die SM01 Karten. Das freut mich ein bisschen. Hier haben wir die Rettungstrage. Mogelbaum. Spezialhammer, Reverse Holo und ein Dressella. Noch ist nichts sehr Spannendes dabei gewesen, aber wir haben ja noch genügend Packs. So. Kartentrick, Kammernkarten zur Seite und schauen wir doch mal. Psychoenergie, Sonnenkreispodium. Mondscheibenpodium, Skorgro, Wahlband, das ist auch eine sehr, sehr interessante Trainerkarte. Die Attacken des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen dem aktiven Pokémon GX oder aktiven Pokémon EX deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Also wirklich auch eine starke Karte meiner Meinung nach und ja, schauen wir mal. Und hier haben wir ein Choreogel. Weiter geht's. Noch leider nichts Spannendes dabei gewesen, außer die zwei Holo-Karten. Aber wie gesagt, wir haben ja noch sehr, sehr viele Versuche. Zur Seite.
So. Kampfenergie. Kosturso. Mammolida. Hier nochmal das Wahlband, sehr cool. Schwalbini. Und nochmal das Choreogel als Donner. Ich glaube, das gibt es auch in verschiedenen Elementen in den Packs, soweit ich weiß. Aber da werden wir bestimmt noch welche ziehen. So, Kartentrick. So, so, so. Und es geht los mit der Donnerenergie. Hala. Schutzzone des Ätherparadies. Okay. Interessanter Name. Tentoxa. Knofengsa haben wir hier. Und hier haben wir unser ersten Hit. Vulvaruk GX als Full Art. Hammer cool. Freue ich mich echt drüber. Das Artwork ist doch Hammer, oder? Guck mal hier, das andere Vulvaruk hat uns Glück gebracht. Jetzt haben wir hier in der, ich weiß nicht, heißt das Schattenform oder Nachtform? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Da haben wir auf jeden Fall schon einen richtig geilen Hit gelandet. Direkt eine Full Art Karte. Das freut mich. Keine Zeit verlieren, weitermachen. Kartentrick, Kamenkarten zur Seite. Und wir legen richtig los hier. Kampfenergie, Multitausch, Koalelu, Spezialhammer, Fiaru in Reverse Holo und ein Kapu Fala GX. Ein normales GX, aber dieses hier ist ein richtig, richtig spielbares Pokémon. Also da haben wir wieder einen richtig geilen Hit gelandet. Das ja, packen wir erstmal hier so hin, würde ich sagen. Also wirklich sehr, sehr spielbar die Karte. Ist, glaube ich, die stärkste GX-Karte, die es bis jetzt gibt. Und da freue ich mich richtig. Erstmal umdrehen. Kartentrick. Also das ist echt ein sehr cooler Hit. Kapu Fala. So, Mediras, Energielotterie, Maschok, Feldgebläse in Reverse und ein Elezard. So, weiter geht's, weiter geht's. Es gibt natürlich auch wieder neue Alola-Pokémon, wie ihr es wahrscheinlich auch schon am Cover von den einen Booster gesehen habt. Es gibt ein Alola Vulnone und sogar als GX, also richtig, richtig geil. Lamus, Hypno Morba haben wir hier. Lichtel als Reverse Holo und ein Lusardin GX Full Art. Jetzt geht's hier richtig los. Unser zweites Full Art. Sehr, sehr schön. Können wir doch direkt weitermachen. Hier gibt's dann nochmal einen Code für euch. Viel Spaß damit. Den Kartentrick 4 und 2 kommen Karten zur Seite. Und weiter geht's. Donnerenergie, Multitausch, Dratignes, Alola Georok, eben erst erwähnt, sehr cool, ich freue mich wirklich über diese Pokémon. Dann haben wir hier Tektas, das ist eine Rare-Karte, gibt es auch als Holo, glaube ich, in dem Set. Und ein Vulvaruk GX in Form 1, also als normale GX-Karte, sehr cool. Jetzt haben wir das schon in Normal und in Full Art. So, weiter geht's, keine Zeit verlieren. Direkt hier nochmal ein Code für euch nach dem schönen Hit. So, 4 und 2, die zur Seite. Und so, Donnerenergie, Lamus, Gletscherhügel, Kosturso, Morbitesse und ein Skelabran Holo, sehr cool. Bis jetzt auf jeden Fall schon richtig, richtig cooles Opening. Ich bin total zufrieden mit den Hits, die wir bislang haben. Und wir haben noch so viele Booster vor uns. Unglaublich. Koalelu, Spezialhammer, Wasserpflaster,
Dann haben wir hier das Wurmball in Reverse Holo und ein Donarion GX. Nice. 5 Hits haben wir jetzt hier schon gesetzt. Müssen wir schnell weitermachen, dass die Glückssträhne nicht reißt. Also am Anfang hat es mau angefangen, aber es hat sich gut gesteigert. Also wirklich, wirklich gut. So, Kartentrick. So, Elfun haben wir hier. Gilatropo. Schutzzone des Ätherparadies. Oh, Solgaleo in Reverse Holo. Sehr cool. Und ein Welser haben wir hier. So, weiter geht's. Wir haben noch, ich glaube, 6 Packs. Also, wir haben jetzt ungefähr circa 20 Packs geöffnet. Also, haben noch gut was. Wirklich gut noch was. Ich freue mich so. Gilatropo, Schutzzone, sage ich jetzt einfach mal dazu. Hala, ein bisschen abkürzen. Weimar und Choreogel in Feuerform diesmal. Wusste ich, dass es da verschiedene gibt. Ich glaube 3 Stück oder 4 verschiedene. Also auf jeden Fall einige. So, Kartentrick. Kommen Karten zur Seite. So. Gastella, Feldgebläse, Hypnomorba, Kramwurks, ein Reverse Holo und ein Trombor. Schnell weitermachen. Ein Hit wäre auf jeden Fall noch cool aus den Kapuriki-Boxen, aber bis jetzt läuft es doch ganz gut. So, Feuerenergie, Datignes, Zubiris, Multitausch, Alola Sandama, sehr cool, und ein Gelatvino. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wenn nicht, bitte verzeiht mir. Wie gesagt, viele Pokémon sind mir noch etwas fremd, aber das wird sich sicherlich über die Zeit ändern. Also bitte tötet mich nicht sofort, wenn ich ein paar Karten nicht richtig nennen, also aussprech. So, Fiskargott, Metang in Reverse Holo und ein Victinien Holo. Sehr cool. Victinien Holo. Auf jeden Fall eine meiner Favoriten-Holos aus dem Set hier, würde ich sagen. Und was gibt's noch? Achso, das Absol. Das Absol ist das wirklich Nummer 1. Absolut ein Holo und Reverse Holo haben wir es ja schon gezogen. Von daher, vielleicht haben wir ja noch Glück. Feldgebläse, ein paar Versuche haben wir ja noch. Mogelbaum, Laternecto, Alola Kleinstein haben wir hier in Reverse Holo und ein Fortunator. Gibt's auch als GX, soweit ich weiß. Ich freue mich so, dass ich endlich diese geilen Booster öffnen kann. Also, ich habe so lange drauf gewartet. Ich habe mich extra nicht ganz so doll mit beschäftigt, weil irgendwie finde ich, dass so der Überraschungseffekt ist nochmal ein bisschen größer, wenn man die Karten dann hier jetzt einfach zieht, ohne dass man weiß, dass sie da drinne sind. Und ja, Maho in Reverse Holo und ein Fiskogon in Holo. So, vorletztes Kapuriki Pack haben wir hier. 5 Hits, das ist auf jeden Fall gut, meiner Meinung nach. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall nochmal einen Code für euch. Viel Spaß damit. Und wir schauen, was das vorletzte Kapuriki-Pack mit sich bringt. Rettungstrage. Mediras. Energie-Lotterie. Reverse Holo. Molimorba. Und ein Alola Vulnona GX. Hammergeil. Diese Karte wollte ich unbedingt ziehen. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, ich habe einfach ein Fable zu Alola-Pokémon und Alola Vulnona GX. Die allererste Alola GX-Karte. Und da freue ich mich natürlich tierisch drüber. Hammer. Einfach nur Hammer. So, letztes Kapuriki-Pack. So, schauen wir mal, was das letzte Pack noch bringt.
Datignes haben wir hier. Alola Georock. Sonnenkreispodium. Mondscheinpodium, sehr cool. Und ein Pandagro. Und schon haben wir die ersten 25 Packs geschafft. Ich würde sagen, wir gehen direkt hier zu den Vulnona-Packs über, den Alola-Vulnona-Packs. Und wir machen direkt weiter. Auf jeden Fall sehr coole Hits schon gelandet. Wie gesagt, mein Traum wäre es auf jeden Fall, die Doppel-Farblos-Energien in Secret Rare zu ziehen. Aber man darf noch nicht zu viel erwarten. Also ich bin vollkommen zufrieden, wie es jetzt gerade ist. Costurso, Skelabra in Reverse Holo und ein Choreogel als Psychoform. Gefällt mir irgendwie, wenn das so, weiß ich nicht, ist halt, wenn ein Pokémon mehrere Formen hat, so ist irgendwie cool, so, meiner Meinung nach. Also gefällt mir. So, Kartendeck. So, Feuerenergie haben wir hier. Rettungstrage, Mogelbaum, Metang, oh, Schutzzone des Aetherparadies in Reverse Holo und ein Kapuriki GX. Eben hatten wir die Booster Packs von Kapuriki und hatten ein Alola Vulnona gezogen. Diesmal haben wir ein Alola Vulnona Pack und ziehen ein Kapuriki. Das ist doch mal ein Zeichen, oder? Was meint ihr? Hammer. Da freue ich mich drüber. Sehr, sehr schön. So, den Kartentrick. Die zur Seite. So. Psychoenergie. Hypnomorba. Zubiris. Toptrank. Tortunator in Reverse Holo. Und ein Voluminas. Nächstes Pack. Keine Zeit verlieren. So. 1, 2, 3, 4, zack, Kamenkarten zur Seite. Und so. Finsternisenergie. Hypnomorba. Kualelu. Also ich fall damit. Das fällt mir schwer, der Name. Kualelu. Obwohl es gar nicht so schwer ist. Rettungstrage. Pipi in Reverse Holo und ein Deponitox haben wir hier. So. Weiter geht's, 4 und 2, den Kartentrick. Schauen wir mal, was unser nächster Hit ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir hier es schaffen, eine Secret Rare aus den 100 Packs zu ziehen. Oder wie viele Secret Rares, weiß man ja nicht. Hypnomorba in Reverse Holo und ein Meteno in Holo. Interessant, das Pokémon auf jeden Fall. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Zwei Full-Art-Karten haben wir ja schon gezogen. Also von daher ist das ja auf jeden Fall schon eine gute Ausbeute. Und schon mittlerweile 5 GX-Karten, also 7 Hits. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, wie viele Hits wir insgesamt haben werden. Laternecto, Lunala in Reverse Holo, sehr cool. Wir haben auch schon das Solgaleo gezogen. Und hier haben wir das Alola Sandamer. So, da bin ich wieder. Die Kamera hat gerade wie so oft überhitzt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir gekommen sind. Ich habe die nochmal zurückgemischt. 4 und 2, das sind die Common-Karten. Die kommen zur Seite. Und dann schauen wir doch mal. Psychoenergie. Marmolida. Wahlband. Wie gesagt, sehr spielbar. Gelatropo. Lusardin. Und ein Mimikma Holo. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall mein Top 5 von den Holo-Karten mit dabei aus dem neuen Set. Definitiv. Wahrscheinlich so Platz 3 oder so. So. Kartentrick gemacht und weiter geht's. Psychoenergie. Mondscheibenpodium. Skorgro. Plätscherhügel, Spezialhammer in Reverse Holo und ein Donarion GX.
Unser zweites mittlerweile, aber gut. Das bleibt bei 100 Packs nicht aus, dass es da einige Doppelte gibt. Da habe ich kein Problem mit. Kartentrick, nächstes Pack, Kammenkarten zur Seite und direkt weiter. Midiras, Skorgro, Pixie, Pampuli, oh, ist das sweet, oder? Das ist ja richtig süß. Pampuli und Voluminas, das ist nicht so süß. Und weiter geht's mit den nächsten Packs. Schauen wir doch mal. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr, aus welchen Boostern, also aus welchen Cover sozusagen, ziehen wir die coolsten Karten. Kapuriki zum Beispiel, die habt ihr jetzt ja schon gesehen, und Vulnona haben wir jetzt ja auch schon ein paar gesehen. Aber es kommen ja noch die Wolverock und die Gramiras, heißt das, glaube ich, ja. Rayquaza im Reverse Holo, sehr, sehr cool. Grandiras, so heißt es. Machomai, boah, das Artwork ist doch mal geil, oder? Seid mal ehrlich, das Artwork ist doch Hammer, oder? Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Machomai im Holo. So, Kartentrick, 4 und 2, Kamenkarten zur Seite. Und weiter geht's, weiter geht's. Kampfenergie, Schutzzone, Hala, Mogelbaum, Macholo in Reverse Holo und ein Deponitox. So, direkt das nächste Pack greifen und ab geht's. 4 und 2 den Kartentrick. So. Pflanzenenergie. Gelatropo. Spezialhammer. Marmolida. Kanivanha in Reverse Holo und ein Lunala. Sehr schön. Lunala. Haben wir ja auch schon als Reverse gezogen, Lunala. Auf jeden Fall sehr cool. Und wir machen direkt weiter hier. Ab die Post. So. Mogelbaum. Laternecto. Tentoxa. Uratytox, sehr sweet auf jeden Fall, obwohl die Knete, naja. Und Tortunator, Mensch, mit den Namen habe ich es noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Verzeiht mir bitte. So, Kartentrick, 4 und 2, die zur Seite. So, Psychoenergie, Mondscheibenpodium, Maschok, Skorgro, Energieaufbereitung in Reverse Holo und ein Elizard. Weiter geht's. Weiter geht's. So, die zur Seite. Zack, zack, zack. Und schauen wir doch mal. Laternecto haben wir hier. Tentoxa. Toptrank. Formeo. Auch sehr, sehr süß, finde ich. Und ein Kurelei, auch mega süß, mit dem Blumen, auch das Artwork gefällt mir echt gut. Kurelei, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall sehr cooles Pokémon und auch cooles Artwork. Und wir machen hier direkt weiter. Ein Hit wäre wieder cool, so. Also es wird, glaube ich, mal wieder Zeit. Zubiris, Toptrank, Mogelbaum, Meteno in Reverse Holo und ein Choreogel als Psychoform. Okay, weiter geht's, weiter geht's. 4 und 2. So. Kampfenergie, Wasserpflaster, Gelatropo, Spezialhammer, Voluminas, und ein Schwalbox. Wow, sehr cool. Weiter geht's, keine Zeit verlieren. So, der Kartentrick ist vollzogen. Und wir gehen hier los mit einem Firnontor. Firnontor, ja.
Kukmada, sehr süß auf jeden Fall auch, mit seinen Psycho-Augen. Ultrigaria, oh hier, Wuffles in Reverse Holo und ein Alola Sandamer. Direkt das nächste Pack und wir starten durch. Ich hoffe, meine Kamera wird es noch eine Zeit lang durchhalten. Wie gesagt, sie ist eben schon einmal überhitzt. Es wird sicherlich während des Openings nochmal passieren. Da Tignes und noch ein Machomai in Holo. Leider noch kein Absolen Holo dabei. Das ist ein bisschen schade. Absolen Holo wäre auf jeden Fall mein Traum. So. Dann geht's hier weiter. Zu Beerus. Multitausch. Viscagot. Gilardvino und ein Dressella. Weiter geht's. So, Kartentrick. Ich glaube, wir haben jetzt schon gute 10, 15 Packs, jetzt keinen Hit mehr gehabt. Jetzt wird's wirklich Zeit. Finontor, Ultrigaria, Mondscheibenpodium, Deponitox in Reverse Holo und Grandiras. Hammer. Ich hab's gesagt, es wird Zeit. Es wurde anscheinend Zeit. Grandiras GX haben wir jetzt hier gezogen. Sehr cool. Weitermachen wir es. Wir haben jetzt noch, inklusive Season hier, noch 4 Vulnona Packs. Mal gucken, ob Vulnona vielleicht noch ein Hit da für uns parat hat. Das wäre auf jeden Fall Hammer. Spezial. Apropos Hammer. Spezialhammer. 4 Nontor, Kukmada, Gastella, sind viele Karten dabei, wie zum Beispiel Kanivanha, Gastella, die im ersten Sonne- und Mond Erweiterung dabei waren, bloß halt in anderen Elementen, zum Beispiel Gastella war als Psycho dabei, Kanivanha war als Unlicht dabei, es sind jetzt beides, glaube ich, Wasser, also Lusadin weiß ich nicht, glaube auch. Und ja, Lunala haben wir hier auf jeden Fall nochmal. Sehr cool. So. 1, 2, 3, 4 und 2. So. Feenenergie. Alola Georock. Sonnenkreispodium. Metang. Gletscherhügel in Reverse Holo und ein Pandagro. Vorletztes Vulnona Pack haben wir jetzt hier am Start. Kartentrick 4 und 2 kommen Karten zur Seite. Und es geht hier los mit Costurso. Zum Beispiel war Costurso war auch im letzten Pack dabei. Zwar beide als normal, aber wie gesagt, einige haben sie jetzt direkt wieder mit reingenommen. Schmerbe haben wir hier und ein Lusadin GX haben wir hier. Sag ich doch. Ein Hit wäre noch cool und da ist der Hit. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 Hits. 10 Hits nach, ja, nach 50 Packs. Ist doch okay, oder? Was meint ihr? Hier gibt es ja nochmal einen Code für euch. So, bis ihr noch seht. Und den Kartentrick. So. Es geht los mit der Wasserenergie, Gletscherhügel, Fiskargott, Energielotterie, Fiskargott nochmal ein Reverse Holo und noch ein Grandiras GX. Okay, da haben wir doch ein paar Hits schon gezogen, oder? So, die Halbzeit haben wir jetzt geschafft. Jetzt kommen die 25 Vulverock Packs. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch Schönes ziehen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall noch irgendwie auf eine Secret Rare oder eine Hyper Rare. Das wäre auf jeden Fall noch sehr cool. Falls ihr das 100er Sonne und Mond Opening nicht gesehen habt, das von SM01, dort habe ich auf jeden Fall Secret Rare Hits dabei gehabt. Also unbedingt angucken. Nagelutz und ein Pampros. Auch sehr cool. Gefällt mir. Aber wir machen schnell weiter hier. So.
4 und 2 Kartentrick, Kammenkarten zur Seite und los geht's. So, so, sag mal. Gastella, Wasserpflaster, Spezialhammer, Tektas und ein Capufala GX, unser zweites. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Hit, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Capufala, sehr, sehr coole Karte, sehr spielbar. Davon eine Full Art oder Rainbow wäre natürlich auch richtig cool. Aber zwei Capufala, da bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Gastella, Feldgebläse, Hypno-Morba, Molly-Morba direkt hinterher und ein Tohaido. Gab es auch schon im letzten Set als Unlicht, aber als Solo diesmal. Diesmal ist es kein Holo. So, der Kartentrick 4 und 2, die zur Seite. Und weiter geht's. Mondscheibenpodium, Marco, Sonnenkreispodium, Energielotterie und ein Kurelei. Unser zweites auch mittlerweile in Holo. So, ein Kartentrick 4 und 2. Zack, zack, zack. Kampfenergie. Alola Georg, Sonnenkreispodium, Mondscheibenpodium, das ist ja cool. Koryogel in Reverse Holo als Psychoform und ein Kramchef haben wir hier. Weiter geht's. Ich hab so Bock darauf, ich hab so lange gewartet. Da, wo das erste Sonne- und Mond-Set rausgekommen ist, da hatte ich schon Bock auf das zweite direkt. Also, unglaublich. Costoso, Fletcherhügel, Tentacha und ein Koryogel als Feuerform. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es richtig ist, ob man einfach Feuerform sagt oder ob es Feuerelement. Also, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber Feuerform hört sich gut an. Und ich denke mal auch, dass das richtig ist. Pflanzenenergie, Pixie, Gastella, Feldgebläse, Pixie in Reverse Holo und ein Moruda, so, andersrum, Moruda, interessant, nicht schlecht, eine Holo-Karte, was will man mehr, so, 4 und 2, zack, zack, zack. So, Maschok, Energieaufbereitung, Lamus, Costurso in Reverse Holo und noch ein Kramchef. Weiter geht's. Kartentrick, zack, Kammenkarten zur Seite und wir machen hier weiter. So, Zubiris, Gastella, Wasserpflaster, Tohaido Reverse Holo und ein Acrostella GX als Full Art. Na, da geht's doch hier schon wieder richtig rund. Unser dritter Full Art Pull haben wir jetzt. Das freut mich. Es gibt auch gleich mal wieder einen Code. Nächstes Pack, wenn ich dann denke, manchmal vergesse ich das. Rettungstrage, Mammolida, Costurso, Kramchef in Reverse Holo und ein Alola Geowart. Hammer, da freue ich mich drauf. Hi, sehr cool. Alola Geowart. Davon möchte ich auch ganz, ganz, ganz viele haben. Hier der Code für euch. Viel Spaß beim Einlösen. Löst bitte nicht alle die Codes alleine ein. Lasst auch den anderen welche übrig. Schutzzone. Alola Georock. Hala. Lil Minip. Und ein Geladvino. So. Circa Halbzeit bei den Wolverock Packs. Noch nicht ganz, aber
Es nähert sich der Halbzeit. Vielleicht noch 15 Stück oder 10, ja doch, vielleicht Halbzeit kommt, glaube ich, gut hin. Hier haben wir nochmal das Wahlband, Feldgebläse, Muggelbaum, Laternecto. Oh, und wir haben eine Rainbow Rare oder Hyper Rare gezogen. Vulvarok GX Hyper Rare. Guckt euch das an. Geil. Richtig, richtig geil. Damit haben wir Vulvarok alle drei Formen gezogen. Die normale Form, dann die Full Art Form und hier noch die Rainbow Rare Form. Hammer cool. Stellen wir mal hier vor. Sehr cool. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn keine bei 100 Packs dabei ist. Ist natürlich nicht garantiert, aber die Chance ist schon sehr gut, wenn man 100 Packs öffnet, dass einer dabei ist. Von daher bin ich jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und wir machen direkt weiter. Maho, Energieaufbereitung, Tentoxa, Iguana und ein Tektas in Holo. Wie gesagt, ein... Wie heißt das denn jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Weiß ich nicht. Mir fällt es bestimmt wieder ein. Würde ich gerne noch ziehen. Bringt euch jetzt natürlich nicht viel. Costurso, Schutzzone, Alola Georock, Lamos in Reverse Holo und ein Galadvino. Weiter geht's. So, 4 und 2. Und startet mit Multitausch. Datignes, Alola Georock, Solgaleo als Reverse Holo, sehr cool. Und, boah, ist das sweet. Tali Full Art mit den Alola Raichu an der Seite. Hammer. Einfach nur Hammer, das Artwork, oder? Was sagt ihr dazu? Hammermäßig. Boah, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Puh. Also die Vulvarok Packs, die sind jetzt echt, glaube ich, bei der Nummer 1. Ich weiß gar nicht, war das Kapu Fala auch eben noch an den Anfang der Vulvaroks oder war es am Ende von den Vulnonas? Ich glaube, das war auch hier drin. Ne? Also richtig, richtig geile Karten bringt das Vulvarok uns. Sehr, sehr cool. Feldgebläse, Hypno-Morva, Energieaufbereitung, Koreogel als Feuerform. Oh! Und direkt noch eine Secret Rare Kampfenergie hinterher. Ich fass es nicht. Oh, sieht das geil aus mit dem goldenen Rand und mit der Kampfenergie halt an sich so. Das Braun mit dem Kontrast zu dem Gold. Hammer, ist zwar natürlich nicht meine Doppelfarblos-Energie, aber wir haben jetzt schon 2 Secret Rares. Mensch, vor 10 Packs hatten wir noch keine. Und noch eine Full Art Trainer. Geil, sehr, sehr geil. Oh Mann, ey, da freue ich mich jetzt aber. Puh, okay. Es kann nur noch schlechter werden. Skorgro, Qualelu, Lamus, Molung in Reverse Holo und direkt die nächste GX-Karte hinterher. Was ist denn hier los? Metagross GX haben wir auch noch nicht gehabt. Hammer. Oh, das läuft ja richtig wie geschmiert hier. Ich freue mich wirklich. Es gibt auch gleich mal wieder eine Code-Karte. Nach so viel geilen Puls habt ihr euch die verdient. Wasserenergie. Kukmada, Multitausch, Qualelu, Sonnenkreispodium und ein Koreogel als Donnerform. So, hier gibt es die Codekarte für euch. So ist richtig. Viel Glück beim Einlösen. Vielleicht seht ihr auch die eine oder andere Secret Rare. Man weiß es nicht. So. Wasserenergie, so, Qualelu, Energielotterie, Wasserpflaster, Kurelei und, oh, was ist hier los?
Was ist hier los? Capufalla GX als Full Art. Ich glaub es nicht. Capufalla GX noch als Full Art hinterher. Ich glaub es einfach nicht. Was ist mit diesen Wolverock Booster Packs einfach los? Ich glaub es einfach nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 4 und 2. Und wir machen hier direkt weiter. Marmolida, Gastella, Dratignis, Kukmada und Hyteran Holo. Mann, Mann, Mann. Wirklich richtig, richtig coole Hits. Also ich bin so zufrieden. Das gibt es einfach nicht. Wow. Hammer, hammer, hammer geil. Wasserenergie, Maho, Sonnenkreispodium, Mediras, Mogelbaum in Reverse Holo und noch ein Rayquaza. Naja, sehr, 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 sehr cool. Wie gesagt, Rayquaza auf jeden Fall meine Lieblingskarte von den normalen Rare-Karten. Auf jeden Fall an erster Stelle bei mir. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, welches eure Lieblingskarten aus diesem Set sind. Maho, Alola Georock, Sonnenkreispodium. Wie süß ist das denn? Alola Vulpix haben wir hier. Nice. Und ein Meteno haben wir noch. 3 Wolverock Packs noch, aber sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass hier noch was dabei ist. Die Wolverock Packs haben uns so gute Puls gebracht. Psychoenergie, Laternecto, Mashok, Lamus, Macholo in Reverse Holo und ein Morbitesse. So, vorletztes Booster Pack von Wolverock. 4 und 2. Zack. Ich weiß gar nicht. Felinara fehlt noch. Felinara GX. Ansonsten habe ich schon einige, ich weiß nicht, ob noch irgendwas fehlt von den GX-Karten. Also klar, zum Beispiel Acostella fehlt jetzt noch als normale und so, aber so von jeder eine, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall noch Felinara, wird geil. Metang, Kualelu, Energielotterie, Fiskora und ein Hala Full Art Trainerkarte. Das ist doch wieder... Ne, ist... Hammer. Ich bin sprachlos. Puh. Richtig, 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 richtig gute Puls ziehen wir hier durch das Wolverock. Und oh, ich bin baff. Ich freue mich einfach nur. Ich freue mich richtig. Pflanzenenergie. Metang. Wahlband. Feldgebläse. Nasknet und ein Choreogel als Psychoform. So, und jetzt die letzten 25 Packs mit Grandiras. Ich bin gespannt, ob wir nochmal unsere Beute ausbauen können. Ich lege mich jetzt schon fest, wir sind auf jeden Fall mit den Wolverock-Boostern am besten weggekommen. Besser kann es nicht mehr werden. Unmöglich. Die packe ich jetzt so, dass wir noch ein bisschen Platz haben. Und es geht los mit Spezialhammer. Marmolida. Gastella. Elfun in Reverse Holo. Und ein Senlong GX. Es geht direkt schon wieder mit der nächsten GX-Karte weiter. Ich überlege gerade, Senlong, haben wir den schon gezogen? Nee. Der hat uns sogar noch gefehlt. Und Felinara fehlt uns noch. Dann sollten wir eigentlich... Ach nee. Und hier das eine Feuer-Pokémon fehlt auch noch. Ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen. Irgendwas mit Tor, irgendwie sowas. Also es fehlen doch noch ein paar. Wenn wir die beiden als normale GX noch ziehen würden, dann wäre ich ultra zufrieden. Also, aber das ist überhaupt. Also ich bin jetzt schon
ultra zufrieden, wenn wir jetzt nichts mehr ziehen sollten. Gastella, Datignes, Macholon Reverse Holo und ein Tortunator. Genau dieses gibt es auch noch als GX. Danke für die Erinnerung. Was ein Zufall. Oh Mann. So, weiter geht's. Kartentrick. So. Metang. Wahlband. Feldgebläse. Lamus in Reverse. Und ein Pampros. Sehr schön, sehr schön. Ich kann es immer noch nicht fassen. Die Wolverock Packs. Die Wolverock Packs machen mich einfach fertig. Oder haben mich fertig gemacht. Sind ja schon vorbei. Leider, muss man dazu sagen. Aber diese Pulls, die waren awesome. Maho, Alola Georock, Toptrank und ein Elizard. So. Zack, zack, zack. Als Kartentrick, die Common-Karten zur Seite. Wie gesagt, das sind alles nur Kreiskarten, die ich links zur Seite packe. Die sind quasi in jedem zweiten, dritten Pack drin. Das wäre total langweilig, wenn ich die jedes Mal zeigen würde. Mashok, Mimikma in Reverse Holo haben wir hier und ein Acrostella GX. Haben wir auch noch nicht gezogen. Also die normale, die erste Form. Acrostella als Full Art haben wir schon gezogen. Also. Wow, sehr cool, sehr cool. 4 und 2 ist der Kartentrick durch die Energiekarte. So, so, so. Mashok, auch sehr cooles Artwork. Skorgro. Koalelu. So, ich hab's mit der Karte. Paragoni und ein Morbitesse als Rare haben wir hier. Ich finde schon, die Packs die nähern sich schon dem Ende. Ich finde es einfach schade. Einfach schade. Ich würde viel lieber einfach noch mehr öffnen. Also, am liebsten, weiß nicht, unendlich. Koreogel als Donner und ein Amphira. So. Zack, zack, zack. So, Donnerenergie, Mogelbaum, Metang, Koalelu, nice, Schwalboss, oh, sehr cooles Artwork, und Koreogel als Psychoform. So, 1, 2, 3, 4 und 2, Kartentrick. Zack, zack, zack. So. Wasserenergie. Kukmada. Ultrigaria. Multitausch. Hala in Reverse Holo. Und Senlong haben wir hier nochmal als Holo. Sehr schön. Es fehlen natürlich, mir ist gerade eingefallen, ich habe gesagt, wir haben von jeder Form einen, aber es fehlen natürlich, Fuecro GX, Primarene GX und Silvaro GX gibt es in diesem Set als. Jetzt habe ich irgendwie. Irgendwas ist jetzt falsch gelaufen. Irgendwas habe ich jetzt hier falsch gemacht. Der Kartentrick. Ich sollte weniger reden. Ich weiß es nicht. So, so, so. Ich glaube, so müsste es jetzt richtig sein, ohne die Energiekarte. Ich weiß es wirklich nicht. Laternecto, Pixie. Koreogel als Rare, okay, die wären andersrum und hier ist die Energiekarte. Wie auch immer. Diese drei Karten gibt es in diesem Set, die ja schon im ersten Set drin waren, diesmal als Rainbow Rare oder Hyper Rare, wie ihr es auch gerne hören möchtet. Ich will auch jetzt keine Diskussion anfangen, beides ist nicht verkehrt, würde ich mal behaupten. Costurso, Schutzzone, Wuffels in Reverse Holo, und ein Schwalboss. Vier und zwei wieder. Zack, zack, zack. So.
Mediras, Feldgebläse, Hypnomorba, Zarzenia haben wir hier und noch ein Zarzenia. Zweimal Zarzenia haben wir hier am Start. Einmal als Reverse, jetzt habe ich hier falsch abgelegt mein Stack. Einmal als Reverse Solo und als normale Rare-Karte. So, die zur Seite, Kartentrick 4 und 2, die darüber und weiter geht's. Laternecto, Mashok, Lamus, Alola Vulpix Nummer 2 als Reverse Rodo, sehr cool, und ein Schwalbers. So, es können auch gar nicht mehr so viele Hits hier bei denen dabei sein, da wir jetzt wirklich so viel Glück bei den Wolverog Packs hatten. Da haben wir unser Glück, glaube ich, verbraucht. Tobiris, Toptrank, Mogelbaum, Schmerber in Reverse Holo und ich kann nicht mehr. Alola Vulnona GX. Guckt euch dieses Artwork an. Ist das nicht Hammer? Und eben habe ich noch gesagt, dass unser Glück verbraucht ist. Ich könnte die... Ich lasse das mal, oder? Irgendwie stelle ich jetzt mal... Warte. Die kommt noch da. Kurz ein bisschen umdisponieren. Die Secret Rare kommt noch nach da. Hier haben wir noch eine Full Art, die kommt zu den anderen Full Art. Und die zwei Trainer kommen davor. Dann haben wir hier links die schönen Secret Rares. Vielleicht kommt ja noch einer dazu. Wir wissen es nicht. Die Chance ist natürlich nicht mehr so groß, weil wir haben jetzt schätzungshalber nur noch 10 Packs. 12 vielleicht. Sowas um den Dreh. Aber never give up, würde ich mal sagen. Gastella. Victini in Reverse Holo und ein Panda Gro. Zack, 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 zack. 4 und 2. Common-Karten zur Seite. Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Selbst wenn wir jetzt keine mehr ziehen, bin ich äußerst zufrieden. Wirklich. Wahlband. Alola Vulpix nochmal. Und ein Choreogel als Psychoform. Ups, die Karten wollen nicht raus. Zack, 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 zack. Kartentrick. So. Wahlband haben wir hier nochmal. Gilatruppo. Elfun. Wailord. Und Tortunator GX haben wir hier noch gezogen. Geil. Freut mich. Haben wir hier rechts noch Platz? Ja, das kriegen wir da noch hin. Das freut mich echt. Felinara GX ist jetzt, glaube ich, die einzige Form 1 GX-Karte, also quasi die hier auf der rechten Seite, die noch fehlt. Das, wenn wir die jetzt noch ziehen werden, wäre es ultra, aber das ist nicht realistisch. Man muss auf dem Boden bleiben. Multitausch. Koalelu in Reverse Holo und Absol in Holo. Genau diese Karte meinte ich vorhin, die ich unbedingt noch ziehen möchte. Ich habe es einfach verdrängt. Absol in Holo. Hier ist sie. Sehr, sehr cool. Kriegt auf jeden Fall auch einen Ehrenplatz. Hier rechts sieht man die doch noch, oder? Ja, genau. Die packen wir dann nach links. Rechts habe ich gerade gesagt, ne? Links, rechts, schwächere was hier. Absol in Holo. Das ist natürlich Hammer. So. Damit. Ja, ich bin einfach zufrieden. Costurso. Schutzzone. Alola Georock. Fiskora. Und ein Moruda in Holo. Was will man da noch mehr? So, 4 und 2. So, ich weiß nicht, 5 Packs oder so haben wir gleich noch, glaube ich. 5, ja. 5 Stück. Ich
Schauen wir mal, ob wir noch was Gutes aus den letzten 5 Packs ziehen. Fiskargott, Botoge in Reverse Holo und ein Solgar Leo. Also die Qualität der Karten ist meiner Meinung nach besser. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade direkt gemerkt, dass meine Kamera gleich wieder schlapp macht und der Akku, der Akku ist auch fast leer, also muss ich mich beeilen. Sondern die wurde wieder überhitzt, oder die hat sich wieder überhitzt, besser gesagt, die Kamera, und deswegen musste ich schnell Pause machen und kurz warten. Ich habe jetzt nicht lange gewartet, ich hoffe es reicht, es sind ja nur noch 5 Booster. Und wir düsen bis zum Ende. Hala, Mogelbaum, Maho, Datignes und ein Quacksuren Holo. Richtig geiles Artwork. Wusste ich nicht, dass die Karte da drin ist. Hammer. Gefällt mir. Wirklich cool. Quacksuren Holo. Aber es kommt natürlich nichts an das Absurde vorbei. Da haben wir natürlich die Nummer 1 von den Holo-Karten aus dem Set. Meine persönlich natürlich. Jeder mag natürlich andere Pokémon lieber oder nicht so gerne. Und ja, Tentoxan Reverse Holo und ein Wailord. Oder ein Wailord. So, 3 Packs noch. Also, vielleicht sehen wir noch was. Ich hoffe. Felinara wäre natürlich top, Mogelbaum, Maho, Energieaufbereitung, Gelatini haben wir hier in Reverse Holo und ein Schwalboss. So, vorletztes Pack haben wir jetzt, Nummer 99, Nummer 100 liegt da natürlich noch, 4 und 2. So, ich bin sehr gespannt. Mondscheibenpodium, Maho, Sonnenkreispodium, Kukmada und was? Felinara GX, wirklich noch im vorletzten Pack haben wir hier noch ein Felinara GX. Ich glaub es nicht. Hammer. Hammer. Wenn ich jetzt, vielleicht fehlt doch noch eine Karte. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber ich bin so zufrieden. Es ist Hammer. Hammer. Hier noch ein Code für euch. Viel Glück beim Einlösen. Und das letzte Booster Pack. Kammenkarten kommen wieder zur Seite. Kampfenergie. Pixie. Latenecto. Mashok. So, Fleckmon, und unsere letzte Karte aus dem 100er Opening ist, was, noch ein Felinara GX. Auf den letzten 2 Packs ziehen wir einfach mal 2 Felinara GX hintereinander. Ich glaub es nicht. Was ist hier los? Ich kann nicht mehr. Es kommt natürlich nach hier rechts. Sieht man noch recht gut. Das war das 100er Opening von Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht selbst, die Ausbeute ist der Hammer. Und ich bin einfach sprachlos. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abo wäre spitze, ihr könnt euch gerne auch unsere anderen Riesen-Openings angucken. Wir haben noch andere 100er-Openings, 10er-Box-Openings, 5er-Tin-Box-Openings, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Guckt euch das an, und falls ihr Interesse an der einen oder anderen Karte habt, unten in der Beschreibung ist ein Link von eBay von mir. Die eine oder andere Karte steht sicherlich zum Verkauf. Also, falls ihr Interesse habt, schaut doch einfach vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!